Ich weiß jetzt nicht, ob man das vielleicht... Ein Bier, danke Spatzel. Ich weiß jetzt nicht, ob man es vielleicht gleich auf Anhieb sieht. Gell? Aber ich komme aus Bayern. Genauer gesagt aus München. Und wie ihr alle wisst, gibt es in München den geilsten Fußballverein der Welt. Und halt noch den FC Bayern. Ja, braucht's das? Gerhard Polt, einer der bekanntesten bayerischen Kabarettisten. Und dann packen wir es gleich mal. Oh, jetzt muss ich erstmal von ihm. Habt ihr auch kein Bier, gell? Magst du mal trinken, oder? Ich muss ein Bier. So, packen wir es an. Mich haben sie ins Internet. Wie ich da wieder rauskomme, haben schon ein Virus. Merk schon. Einen Virus vom Internet. Wie kommt man denn da wieder raus? Ich fürchte, so schnell nicht. Ja, da haben wir nein gemacht ins Internet. Ganz kurz zu mir. Ich entwickle seit 20 Jahren Formate für Radio, Fernsehen, On- und Offline. Habe 12 Jahre morgen schon moderiert in Nürnberg und München. War die letzten 6,5 Jahre Hauptgeschäftsführer bei Skilegende Markus Wasmeier und helfe jetzt mit meiner eigenen Firma kleinen und mittelständischen Unternehmen dabei, hybride Vermarktungsstrategien aufzusetzen, aber auch umzusetzen. Wie ihr bald, bin ich schon zertifizierter Klicktipp-Berater und es hat wirklich, der Mario hat gestern gesagt, du musst die Vorteile kommunizieren, du musst dir nicht einmal sagen, um was da geht. Und es ist so, seitdem ich Certified Consultant bin, du zahlst im öffentlichen Nahverkehr nichts mehr. Lufthansa Upgrade umsonst, gar kein Thema. Und das Wichtigste, das kommt bei den Weiber super gut an. Jetzt einmal ehrlich, nein, ganz ehrlich, meine persönliche Empfehlung. Wenn ihr dann dieses Logo habt, packt es auf eure Präsentation, packt es auf eure Konzepte, denn es zeigt euren Kunden und potenziellen Kunden noch einmal, dass ihr wirklich Ahnung von dieser Geschichte habt. Wenn ihr da einen Pitch macht oder ähnliches, einfach mit draufpacken. Das bietet einfach nur so ein Trust. Zu Gerhard Polt. Dieser Mann ist seit über 40 Jahren im Showgeschäft, Kabarettist, ein sehr humoristischer, sehr gebildeter Mensch. Hat ein Millionenpublikum, hat Millionen Klicks auf YouTube, aber keinen eigenen Kanal, keinen eigenen Content. Das sind Fernsehmitschnitte von Auftritten. Und da war die grundsätzliche Sache, als ich da mit seinem Sohn zusammensaß, Mensch, wir haben irgendwie Traffic, den Gerhard gibt es digital, aber es ist viel verlorener, ungenutzter Traffic. Jetzt pass Obacht, ich versuche dir das nochmal zu erklären. Stell dir vor, du gehst auf ein Waldfest an den Tegernsee. Und da sind jetzt 20 Megahasen, weißt du schon, mit so einem richtig schönen Balkon. Und die wären jetzt alle bereit für, ich sage einmal, beziehungsunabhängigen Amore. Weißt du? Also die stehen auf die und du depperst heim, ohne eine Telefonnummer zu haben. Ja? Also das ist ungenutzter Traffic. Was war... Ja, ich muss es euch doch erklären, weißt, dass du das weißt, vom Dirndl keine Nummer. Was war unsere Zielsetzung? Gerhard Polt hat generationsübergreifenden Humor, wir haben wirklich eine junge Zielgruppe, die wollen wir ansprechen, wir wollen ein eigenes sendezeitenunabhängiges Medium schaffen, wir kennen Fernseh, Radio, aber da muss ich mich verabreden, also um 14 Uhr läuft was, ich bin um 14 Uhr nicht da und die Zielsetzung war, nicht du kommst zum Gerhard, sondern Gerhard kommt zu dir. Gerhard Polt in die Hosentasche seiner P1-Fans, der Dauerkonsumentenzauber und seiner Fans. P1 sind Fans, die alles von dir konsumieren. Also die kaufen jedes CD, jedes Buch und rumpeln auf jede Veranstaltung. Und die Zielsetzung ist, klar, alle haben Smartphones. Und wie kriegen wir den Gerhard denn auf dieses kleine Smartphone? Und natürlich die Investition in die neue digitale Strategie, irgendwann mal zur Rede zu finanzieren, aber ohne aufdringlich Produktwerbung zu machen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn Gerhard Polt hat eine Philosophie und die finde ich mega geil, weil da musst du echt wirklich
tough sein. Gerhard Polt hat und wird nie in seinem Leben für ein Produkt werden. Also wir kennen es von anderen Kabarettisten, Otti Fischer, der dann für ein großes Möbelhaus geworben hat. Das wird Gerhard Polt, obwohl es große Angebote gibt, nie machen. Und er ist keiner, der sich hinstellt und sagt, kauf mein Buch. Das heißt, wir mussten da uns wirklich Gedanken machen. Also, was war jetzt unsere Botschaft? Digitale Reichweite nutzen, die haben wir logischerweise durch die ganzen YouTube-Videos, die gehören uns aber nicht. Man muss rechtemäßig da auch immer ein bisschen aufpassen, wenn es andere reinstellen, okay. Aber Ziel war, eine eigene Fan-Community zu haben, die wir auch steuern können. Dann eine Sache, die mir am Anfang, da habe ich wirklich gesagt, ich will aber nicht. Und er hat gesagt, nein, das machen wir nicht. Und zwar unsere PR-Strategie. Ich bin immer so ein Freund von, tue Gutes und schicke eine Pressemeldung raus. Denn die Herrschaften da draußen, ja, die kriegen ja immer nichts mit. Und da schickt mir immer eine schöne Pressemeldung. Ich mache das mal bei anderen Projekten. Sagt, da schauen wir, da haben wir eine ganz tolle Geschichte. Und er hat gesagt, wir machen das nicht, sondern wir werden bei Facebook uns wirklich um Aufmerksamkeit kümmern und dann werden die das schon mitkriegen. Und dann wollen wir das, was es eigentlich sein soll, Journalismus, dass das, oh, das ist ein Thema, da frage ich immer nach, da recherchiere ich mir nach. Es hat super gut funktioniert und wirklich alle großen Zeitungen, die Süddeutsche hat ausführlich berichtet, ey Polt, was machst du? Er hat sich natürlich ganz bedeckt gehalten und gesagt, ja, wir probieren da was, jetzt regt ihn nicht so auf und hat uns wirklich ordentlich Traffic gebracht. Dann war klar, wir wollen das Ding irgendwie exklusiv haben. Das soll es nur in diesem Internet geben. Und das Schöne ist, wenn du, ich meine, das Wort Internet ist jetzt nichts Neues, aber dass du so ein Meme schaffst, wenn dann in einem anderen Kontext gesprochen wird und dann Leute zitieren, wie es Polt meint in dem Internet, wenn es beispielsweise um Ausbau von digitalen Glasfaserkabeln bei irgendeiner Kommune geht. Und ganz klar, eine sanfte Vermarktungsstrategie. Also wir können nicht raus und da hast du ein Buch und da noch meine Edition, sondern wir machen es ganz, ganz soft und wir entwickeln gerade eine eigene Polt-Welt, eine Polt-Produktwelt. Da wird es die Produkte, jetzt sind wir wieder beim Online-Marketing, streng limitiert nur für kurze Zeit geben. Was haben wir denn jetzt eigentlich gemacht? Das ist übrigens der Martin Polt. Wir haben uns hingesetzt und gesagt, ah, alten Content so auf, da gibt es ja bei YouTube, wir machen was Neues und wir starten eine Webserie. Dann haben wir eine Webserie produziert mit wirklich kurzen Videosequenzen, die maximal 3 Minuten gehen. Die Videos gibt es ausschließlich auf der Website, also nicht irgendwie, jetzt machen wir einen YouTube-Channel, schau da mal rein. Und an dieses Video kommst du auch nur, wenn du per E-Mail einen Videolink kriegst. Was haben wir geschaffen? Einen 100-Tage-E-Mail-Funnel, sozusagen so ein bisschen ein Evergreen-System, denn wenn du dich zum Sendestart eingetragen hast, bist du jetzt bei Folge 5 und wenn du dich heute einträgst, was ich euch alle raten möchte, ja, dann startest du heute mit Folge 1 dieser Webserie. Also sie sollte ganz kurz sein. Kurz, warum? Weil wir einfach auch wollen, wenn du in München an der Tram sitzt und schnell wartest, dir ein Video vom Gerhard, das wir dir gerade zuschicken, anschauen kannst, schnell auf deinem Handy. Dann ein großes Thema, wenn man mit so einem großen Humoristen zusammenarbeitet, schon die Registrierung soll Spaß machen. Jetzt ist der Click-Tipp-Double-Opt-In-Prozess jetzt nicht so lustig. Ja? Also ich sitze oft und denke mir, hey, und, nein, da muss man jetzt nicht klatschen. Der Mario wird das sofort umsetzen. Nein, aber wir haben gesagt, die Registrierung muss gleich irgendwie zum Erlebnis werden. Wir wollen, dass der Nutzer mit Freude und Spannung auf unsere E-Mails wartet und wir wollen authentisch kommunizieren. Und ich bitte euch einfach, schaut euch das mal an und klaut es mir einfach. Denn eine Sache müssen wir alle lernen. Die Leute lesen immer. Wenn da steht, da kriegst du eine E-Mail, öffne dein E-Mail-Postfach. Ich habe nie eine E-Mail bekommen. Also, und das haben wir jetzt, und das zeige ich euch, wie wir das transportiert haben. Das ist jetzt die Bestätigungsseite, die wir umgebaut haben. Schauen wir, ob das klappt. Ich habe jetzt da eine, E-Mail abgeschickt und brauche die Bekräftigung. Die, wie sagt man auf Deutsch, Bestätigung, genau. Und wenn ich die habe, also die kann ich auch bekommen über die Post, ne? Der Postler kommt, schmeißt die Bestätigung in meinen Briefkasten, ich hole es mir aus dem Briefkasten heraus und wenn ich sie habe, dann sage ich,
Danke. Ja. Vielen Dank. Merci. Vielmals. Ja. Und damit unterstütze ich und hole mir die Aufmerksamkeit und sage, pass auf, hier Kamerad, ich schicke dir gerade eine E-Mail, bestätige die. Auf der Danke-Seite haben wir den ganzen Kladderadatsch schon mal und da bedankt sich Gerhard Polt in 12 verschiedenen Sprachen für deine Bestätigung. Warum Klicktipp? Ganz einfach. Wir haben am Anfang, bevor wir das Projekt so ein bisschen eingebaut haben, einfach angefangen mit Klicktipp Standard. Und das ist das Geile an Klicktipp. Du kannst relativ schnell upgraden auf Enterprise. Also bei uns war das so, es geht wirklich schnell. Also bei uns war das so, es war nachts um 2:30, bin gerade vom Schafkopfen gekommen und dachte, Mensch, rufst du mal den Janis an. Janis, nachts 2:30, was ist los, Notfall? Sag ich, ja, wir brauchen Klicktipp Enterprise. Wie schaut's aus? Gar kein Problem, du kannst mich jederzeit anrufen, gib mir eine Telefonnummer her. Wenn du ich wollte eh gerade in die Firma fahren, schwuppdiwupp, waren wir schon auf Enterprise. Nein, es geht, die Jungs bemühen sich wirklich. Also das ist so ein bisschen wie Familie, gell? Auch wenn es alles Preisen sind, aber es ist so Familie. Das soll ja weltoffenes Herz, wir Münchner haben ja das. Dann, was uns ganz wichtig war, Zuverlässigkeit bei der Eintragung. Also es muss ja technisch gut funktionieren, weil wenn da auf einmal so boop, Traffic draufkommt, dann wäre es schön, weil die Leute, weißt du, schauen und sagen, geht nicht. Dann rufen die an und schreiben den Polt SMS, ja, das geht nicht. Ich wollte eine Serie sehen, es geht nicht. Also das ist der schöne Klicktipp. Und die Möglichkeit, Single Opt-in, gibt es natürlich bei Klicktipp Enterprise, für Presseanfragen. Das ist vielleicht so ein Thema zum Thema Automatisierung. Früher war es so, eine Zeitung schreibt. Dann haben die der Agentur geschrieben, du, mir schreiben was über den Gerhard, könnt ihr uns Bilder schicken? Ja, können wir euch schicken. Schicken die ihr Bild wieder an den Redakteur zurück. Der Redakteur sagt, du, das Bild ist super, hast du das in bessere Auflösung? Dann hat der wieder, ja, aber das geht nicht per E-Mail durch und so weiter. Und dieses ganze Ding haben wir jetzt einfach relativ automatisiert. Und zwar gibt es auf der Polt.de-Seite einen Pressebereich, da haben wir ein Formular. Da frage ich ab, wer bist du, was willst du von mir, für welches Medium schreibst du, wie ist deine Handynummer? Und dann kriegt ihr automatisiert eine E-Mail mit einem Link zu der Dropbox. Da sind alle seine Bilder drin. Ich muss nichts mehr anfassen und habe den Vorteil, dass ich die Kontakte alle sammeln kann. Und wenn ich übermorgen ein Gerhard Polt Kochbuch rausbringe, dann könnte ich beispielsweise auf die Idee kommen, meine warmen Pressekontakte mit einem Klick einfach drüber zu informieren. Also es ist wirklich mega geil. Zur Landingpage, wie sind wir da vorgegangen? Wir haben einen ganz kurzen Teaser zur Serie gemacht, haben einen unverbindlichen Serienstart kommuniziert. Ist jetzt als Radiomensch eigentlich überhaupt nicht mein Thema, weil ihr kennt das alle, wenn ihr im Radio fahrt und um 15 Uhr sagt der Moderator, und schalten Sie morgen früh ein, um 6:50, fragen wir Sie, was ist das für ein geheimnisvolles Geräusch und du gewinnst 10.000 Euro. Also normalerweise ist es so, dass man versucht, sich möglichst termingerecht mit jemandem, also mit einem Hörer oder einem Zuschauer, zu verabreden. Also schalte ein um 6:50 und so weiter. Das haben wir da bewusst weggelassen, weil wir die Spannung oben halten wollten, weil natürlich die Presse schon angefragt hat, ja, was macht er denn jetzt da? Und hin und her haben wir vorher nichts rausgegeben, außer den Teaser. Also wir haben die Leute bei Stange gehalten, dann nur E-Mail-Adresse, das ist meine Erfahrung auch aus anderen Projekten, sobald ich Vorname, Name, Blutgruppe und was ist ihr Lieblingshaustier, dann sind die Leute so, aber so eine E-Mail-Adresse gebe ich schon schnell und gern her. Ganz klar, haltet es einfach, Blankpage, kein Menü, entweder E-Mail-Adresse oder schleich dich. Gell? Wo haben wir unseren Traffic herorganisiert? Natürlich von Facebook. Wir haben dann eine unbespielte Facebook-Seite übernommen mit so 3.700 Fans. Die hatte wiederum ein Bekannter von Gerhard aufgesetzt und gesagt, ja, mache ich mal. Und da war irgendwann der letzte Post von 2014. Und die haben wir dann von Dezember 2016 bis jetzt zum Oktober 2017 etwas nach oben skaliert auf 32.000 Fans. Zielsetzung war, schon mal die Fans so ein bisschen auf das neue Format vorzubereiten, also zu sagen, ha, wir machen da was und oh, schau mal und oh, wenn du da E-Mail-Adresse abgibst. Und natürlich bestehende YouTube-Inhalte schon mal zu nutzen. Also ich habe bei YouTube ganz, ganz viel über den Gerhard und das kann ich da ja ausspielen und nutzen.
Dazu gibt es dann noch ein Mega-Hack von mir, müsst ihr ausprobieren. Und natürlich die Interaktion der Fans. Also der Gerhard hat halt einfach Sketche, das sind Evergreens. Die Nummer im Oktoberfest oder Silvester oder Mai Ling, das kannst du in 100 Jahren noch anschauen. Das ist Content, der geht nicht kaputt. Zu unserer Facebook-Promo. Irgendwann haben wir dann die Katze aus dem Sack lassen und haben dann am 10. Juli geschrieben, ey, da kommt was Neues vom Gerhard, schaut es mal da und bitte ja nicht weiter sagen, ja. Was macht der Mensch? Sag ich weiter. Und wir haben die Facebook-Promo damals gestartet, hatten als Basis 27.000 Fans auf der Facebook-Seite, haben dann 66 Euro ausgegeben mit dem Resultat, dass wir an diesem Tag, ich habe jetzt den einen Tag rausgekommen, 2.343 Leads eingesammelt haben. Am Folgetag drauf waren es nicht mehr so viel, da waren es glaube ich bloß 2.200. Und jetzt könnte man natürlich, jetzt sitzen hier wirklich geile Online-Marketer und ich bin fast ein bisschen geschammig, bin ich schon, weil so diese, wie wir das mit dem Post gemacht haben, wir haben halt einfach so wirklich Beitrag bewerben an die Fans dieser Seite und ihre Freunde und fertig, ja. Und das Ding ging ab wie die Luzi. Aber auch da war natürlich viel los auf der Seite und da war ganz, ganz wichtig, dass eben Klicktipp gut funktioniert und es dann nicht zu Abbrüchen oder Ähnlichem kommt. So, jetzt würde ich euch gerne einen Hack mitgeben, der ein oder andere wird schon kennen. Und zwar, irgendwann hat dann die Presse auch verstanden, oh, der Polt macht was Neues, wir schreiben drüber. Und ich bin immer so ein Freund, wo ich sage, Mensch, da gibt es Content und den Content würde ich gerne nutzen. Verstehst? Aber was ich ungern mag, das ist wie wenn du eine Eude aufgerissen hast und zu deinem Spätzl schickst. Ich lasse ungern Traffic gehen. Und es gibt ein geiles Tool, das nennt sich Snipply. Da packst du einen Link rein, also wir hatten einen Pressebericht von Merkur, dann packst du einen Link rein und der verkürzt den Link und du kannst noch so einen schönen, so ein schönes Banner dazu machen mit einem Call to Action. Das heißt, er kommt jetzt also, wenn er da draufklickt, auf die Webseite des Miesbacher Merkurs, auf den Artikel und unten links wird noch ein Banner mit Call to Action hier klicken. Funktioniert mega geil bei uns, Conversion Rate 5%. Also für Traffic, den ich sonst verliere, hole ich mir noch was raus. Und jetzt muss ich bei euch so bzzzt machen, es funktioniert auch mit YouTube-Links. Das heißt, der Mario erzählt was Tolles. Dieses YouTube-Video kann ich beispielsweise auf meiner Facebook-Seite teilen. Hau das durch Snipply und kann hier unten meinen Call to Action. Wenn Sie wissen wollen, warum Mario Wollosch so erfolgreich ist, hier klicken. Gut, das war's an dieser Stelle. Ich hoffe, hat mich sprachlich jeder verstanden oder wir wollten es eigentlich in. Nein? Nein, dann können wir nochmal miteinander sprechen. Dann erkläre ich es noch einmal, gell, Madel? So. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal so eine Folge an, die wir da produziert haben. Nennt sich, ist momentan die aktuelle Folge der Finanzjongleur. Und wünsche euch mal viel Spaß schon mal. Der Lars. Der Lars. Servus. Ja, der Lars. Der Lars. Jetzt ist er wieder da. Du warst jetzt länger nicht mehr da. Ja, ja. Er hat jetzt einen längeren Aufenthalt gehabt. Ja, naja, er ist ein alter Finanzjongleur, Finanzier. Hä? Und irgendwie, es ist halt ein gefährliches Pflaster. Aber du hast ganz schön abgenommen, muss ich sagen. Ja, nicht so viel, 15 Kilo. Ne? 15 Kilo? 15 Kilo. Die hätten ihn vorher sehen können. Aber steht da gut, der Aufenthalt war nicht so schlecht. Warst du in, muss ich bleib fragen, Landsberg oder warst du in Straubing? Du warst in ja, nur 9 Jahre in Landsberg. War nur in Landsberg war. Er war in Landsberg. Aber das ist interessant, was er erzählt. Er sagt zum Beispiel, in Landsberg ist die Kich besser als in Straubing. Weil er sagt, wenn jetzt zum Beispiel jemand, weil da sind ja viele so Leute mohammedanischen Glaubens, gell? Und wenn einer gerne ein Lamm isst oder solche Sachen, dann kriegt er es auch, weil die haben eine internationale Küche. Aber so, und jetzt, was machst du jetzt? Immobilien, glaube ich. Jetzt macht er Immobilien und Auto finanzierst auch. Autos, private Krankenversicherung, Baugrundstück. Also, wenn es Geld braucht, da ist er. Er bringt es her. Irgendwie.
Der Lamberger, schau hin. Der Lamberger. So, da haben wir einige Folgen von produziert. Also meine Empfehlung wirklich auf poll.de. Einfach mal eintragen und den Spaß genießen. Wir sagen auch immer nicht, wann die nächste Folge kommt, sondern haben bloß unten, du pass auf, die nächste Folge kommt irgendwann um 6:45. So. Also nicht irgendwie am 13., sondern irgendwann um 6:45. Also um da auch wieder ein bisschen an Spaß reinzukriegen. Wenn, also wir sind, oder ich, oder ihr, oder wir alle, ich bin natürlich immer auf der Suche nach spannenden Ideen und Projekten, die vielleicht ein bisschen außergewöhnlich sind. Wir planen momentan gerade mit noch zwei anderen bekannteren Persönlichkeiten Besonderes. Dann tretet doch in Kontakt mit mir, könnt jetzt da mit eurem iPhone, weiß nicht, ob es auf Android auch geht, einfach mal ein Foto von dem Ding machen. Und dann können wir sozusagen in Kontakt treten. Ich wünsche euch jetzt noch wirklich eine griebige Zeit da in Sofia. Ich hoffe, wir sehen uns heute bei dem einen oder anderen, bei der einen oder anderen Maß Bier heute Abend. Und ja, vergelt's Gott und herzlichen Dank. Habe die Ehre.